Hey Leute, willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe wieder ein bisschen was gefarmt und nun wollte ich mal ein paar von den Signalen abklappern. Aber erst werde ich mal einem Tipp nachgehen, den ihr mir gegeben habt. Und zwar werde ich mal hier in meinem kleinen Rettungsboot alles versuchen zu scannen, weil scheinbar habe ich da irgendwas übersehen, oder? Was haben wir hier nicht gescannt? Ja, Fluchtkapselsysteme. Nö, ich habe eigentlich alles gescannt, oder nicht? Hä. Da kann ich nichts machen. Nö. Keine Ahnung, was du meintest, lieber Tippgeber, aber hier ist nichts mehr. Ich habe alles, ich kenne alles. Warte mal. Ja, das kann ich wohl nicht mehr schweißen, ne? Aber ich hätte gerne noch die Energiezellen rausgenommen. Naja. Was soll's? Was soll's? Ist doch nicht weiter schlimm. Die können wir uns ja jetzt mittlerweile ganz schnell herstellen. So, ich habe mir mal meinen kleinen Gleiter in das Boot hier gepackt, in meine Motte. Dass ich da ein bisschen schneller unterwegs bin. So, warte mal. Da habe ich noch übrigens einen Beacon gesetzt, Pilze im Wasser. Die anderen habe ich mal wieder weggeholt. Okay, das war die Hitzesignatur. Oh, und ich habe übrigens diesen Anzug jetzt gebaut, der mir Wasser recycelt. Ist ganz praktisch. Okay. Das ist jetzt welcher? Große organische Masse. Oh, dann gehen wir da nochmal hin. Welcome aboard, Captain. Da war ich ja letztes Mal, allerdings habe ich da... Ja, was habe ich da? Habe ich eigentlich nichts gefunden, oder? Bei dieser großen organischen Masse. 1,5 Kilometer. Das wäre jetzt, wenn wir einfach so schwimmen würden, fast schon ein Tagesausflug. Aber mit der Motte geht das super schnell. Guck mal hier. Ja, super. Ich fände es super. Wenn wir jetzt noch aufsammeln könnten, die ganzen Gegenstände aufheben könnten, dann wäre das der Wahnsinn. Dann würde ich hier nie wieder aussteigen, Leute. Außer zum Bauen halt in der Basis. Und ich habe mir ein Verteidigungssystem installiert. Pass mal auf. Aha. Oh Gott, das hat nicht geholfen. Blöder Haifisch. Ah, und noch andere Sachen, die ich euch zeigen wollte, aber jetzt vergessen habe. Heieiei. Oh, guck mal da. Ich habe mir nämlich jetzt meine... Wait, ist hier los? Ich habe mir meine Rankenproduktion hochgezogen. Also da kriege ich jetzt jedes Mal diese Winderankensamen. Und daraus kann ich mir ganz schnell die Schmiere bauen und Fasern zum Beispiel. Ziemlich praktisch und das wächst wie wild. Also wenn man es einmal hochgezüchtet hat, dann wächst das echt nur noch. Kann ich mal aufhören? Das ist neu, oder? Nee, das ist Quarz. Was schade. Ich dachte, das wäre was Neues. Aber Lithium brauche ich mal wieder. Das ist Salz. Ja, diese kleinen Mistviecher, wenn die mich mal im... Visier haben, dann lassen sie mich da nicht mehr raus, ne? Das habe ich schon gemerkt. Salz schmeiße ich mal weg, das brauchen wir eh nicht mehr. Diese kleinen Drecksviecher, wo sind sie? Ich werde es jetzt so machen, ich werde die Sender, sobald ich den Ort gefunden habe, wegwerfen. Und dafür eine Boje platzieren, weil die kann man auch namentlich benennen. Und das hat dann quasi auch denselben Effekt. Ah, was ist das denn an den Felsen hier? Quecksilbererz. Okay, das ist was Neues. Cool, das kenne ich noch gar nicht. Nehme ich gleich mal mit. Ein paar Bröbchen. Gleich mal so ein paar Bröbchen einpacken. Na gut, Blei brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ach, wisst ihr was? Ich nehme mal kurz meinen... Oh, diese Geräusche. Könnt ihr mal damit aufhören? Ich nehme mir mal meinen Gleiter mit. Damit bin ich viel schneller. Und ich habe ja auch ein paar Batterien dabei. Ja, deswegen habe ich das hier eingepackt, dass ich mal wieder ein bisschen mobiler bin hier. Ja, seht ihr mal. Ist mal der ganze Kram hier weg. Ach so, warte mal. Den Strahlenschutzanzug packen wir auch mal und den Helm. Ja, super.
Warte, und das brauche ich mal auf die 2. Super. Wie flott das jetzt wieder geht. Oh, das war Kupfer. Sah aus wie Gold. Ach, lang ist's her. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, mit dem Teil hier rumzufahren. Salz? Nö. Oder rumzuschwimmen? Je nachdem. Wow. Ach Quatsch, Quecksilbererz habe ich doch natürlich schon, aber das ist gar nicht so selten irgendwie. Kommt immer nur auf den Ort an, wo man es findet. Und dann gibt es da meistens massenweise. Kupfer. Ein bisschen Silber wäre cool. Kupfer. Ich habe zwar schon eine Menge Silber, aber man weiß ja nie, ne? Also ich habe wieder einiges gesammelt. Ich hatte die ganze Zeit gar nichts mehr und konnte keine Computerchips bauen etc. Das war echt nervig. Aber gut. Soll jetzt auch mal reichen, komm. Das habe ich eben schon die ganze Zeit gemacht, die letzten 2 Stunden. Nur gefarmt, Leute. Nur gefarmt. Immer nur hin, Zeug geholt und zurückgeschwommen. Das ist echt ätzend. Oh, was ist das denn hier? Kann ich das scannen? Vielleicht die Dinger? Nee. Diese Gräser auch nicht? Ach, schade. 218 Meter. Ja, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe meine MK1 jetzt aufgerüstet. Bei meiner Seemotte. Die hält das jetzt einfach mal aus, ne? Hoppala. Die hält das einfach mal so aus. Quecksilbererze, ja, komm. Behalte ich mal. Und ich werde mal das Wasser trinken. Habe ich wieder ein bisschen mehr Platz? Heilung brauche ich noch nicht. Die Taschenlampe soll ich vielleicht auch mal ablegen, hä? Brauche ich ja auch nicht mehr, das Teil. Wenn ich jetzt wieder den Gleiter dabei habe. Ach guck mal, ist das hier... Diese Geräusche immer, als würde die Hülle auseinanderbrechen. Ich finde das echt schlimm. Wenn ich nur kurz irgendwo dran ditche. So ganz leicht. Salz. Und seht mal, komischerweise kann ich dann immer gleich auch die Tiefe mittauchen mit meinem Anzug. Macht da irgendwie keinen Unterschied, ne? Ob ich jetzt mit dem Teil hier rumfahre oder selber abtauche. Wow, was? Da war doch gar nichts. Ist alles gut. Guck mal, hier ist gleich eine ganz andere Flora und Fauna. Na gut, das mit der Fauna ist gelogen, aber die Flora ist echt ganz anders. Oha. Was ist denn hier los? Ich darf nicht zu tief. Mein Schiff ist schon ganz kaputt hier, meine Motte. Ja, guck mal, so kann ich es reparieren. Schön, ne? Eine Augenpflanze. Ja, okay. Das wird immer kurioser hier mit den Gewächsen. Enzyklopädie freigeschaltet. Wollen wir uns das mal angucken? Aber das kann ich jetzt hier schlecht machen, denn die Zeit läuft. Ja, die Zeit läuft und mein Sauerstoff geht weg. Das ist das Problem. Schon wieder Titan. Ich würde gerne mal neue Rohstoffe bekommen. Ich habe nämlich schon gesehen, dass ich Aluminiumoxid irgendwas bekommen muss. Für die MK2. Meines Bootchens hier, meiner Motte. Quecksilbererze habe ich schon. Komm, pfeif drauf. Wenn ich jetzt so viele finde, dann nehme ich die mal mit. Vielleicht brauche ich die irgendwann. Oh, ist das gruselig, ne? Du weißt nie, was es ist. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Habe ich noch Platz hier? Mist. Aber ich will noch diese organische Masse jetzt finden. Der große organische Masse. Oh oh. Vorsicht, ich will da nicht gegen knallen. Meine schöne Motte. Oh. Alles gut. Alles gut. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist zu tief. Da komme ich nicht hin. Das hält der Hüllendruck nicht aus.
Also der Hülldruck ist zu hoch. Und vielleicht auch mal wieder Licht anmachen. Ah, da komme ich nicht ran, Leute. Ich kann aber trotzdem eine Boje platzieren. Oh. Bitte sei was Neues. Base Nuclear Reactor. Ach du Elend. Eins von vier. Nuklearreaktor. Nuklearreaktor, ja. Ganz genau. Und hier ist Uran. Überall Uran. Davon habe ich auch schon einiges gesammelt. Aha. Ich habe auch wieder was wegwerfen, ne? Kupfererz. Ja, ich habe so wenig Kupfererz eigentlich, aber... Dann werfe ich lieber mal Titan weg. Davon habe ich jetzt echt mittlerweile genug gesammelt. Zwei Schränke voll, plus ganz viele Barren habe ich schon gemacht. Und Gold. Ja, davon habe ich auch mehr als genug. Eigentlich. Hm. Okay, dann gucken wir mal, ob wir unseren Nuklearreaktor zusammenkriegen. Das wäre ziemlich geil. Erstmal den ganzen Planeten hier mit Strahlung verseuchen. Das wäre es doch. Das ist doch ein Traum. Das hier. Noch mehr. Aluminiumoxid. Ja. Ich habe Aluminiumoxid, Leute. Ich pack's ja nicht. Da habe ich noch von gesprochen und jetzt finde ich es hier einfach so. Das sind einfach nur die Kristalle, die hier rumliegen. Obwohl es aussieht wie... Oh nein. Es sieht halt einfach nur aus wie Dingenskirchen, ne? Ne, wie Quarz. Genau, so sieht's aus. Jetzt habe ich gleich noch ein bisschen mehr Platz. Gut, dass ich an Batterien gedacht habe. Das hätte ich letztes Mal jetzt nicht gemacht. Kristalliner Aluminiumoxid. Ja. Davon brauchen wir ganz viele für unser MK3. Oh. 2 und 3. Das ist schon wieder voll. Was ist denn hier los, Mensch? Lithium. Hm. So. Schön, je mehr, desto besser, ne? Dann muss ich nicht nochmal... Oh. Das sieht ja nett aus. Das gucken wir uns mal besser an, warte. Ach, Gold. Wer braucht schon Gold? Ah, ich würde so gerne noch was wegwerfen, aber ich habe halt echt nicht... die Mittel, um mir das leisten zu können, ne? Pfeif drauf jetzt, komm. Hm. Pack mal das alles mal hier raus. Oh Gott, was ist jetzt los? Welcome aboard, Captain. Danke. Mein nettes Schiff. Caution. Passing safe depth. Ja, ich merk's gerade. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Kann ich da vielleicht noch tauchen oder werde ich dann auch zerquetscht? Base Nuclear Reactor. Schön. Nummer 2. Oh, komm bitte. Wärmekraftwerk. Oh! Den habe ich auch noch nicht. Ich kann mich ein bisschen von meinem Schiffchen wegbewegen. Ist ja alles noch vertretbar. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht zu weit weggehe wegen dem Sauerstoff. Kann ich den scannen? Oh, ein Membranbaum. Mal gucken. Membran Tree. Alles klar, wo haben wir es denn? Fremde Lebensformen, Fauna. Pflanzenfresser, Membranbaum haben wir hier nicht dabei. Aasfresser, auch nicht. Achso, Flora muss ich ja gucken. Membranbaum, keine Einträge. Schade.
Ich habe gehofft, da gibt es schon was zu. Habe ich noch Platz jetzt eigentlich? Ja, oh, ich habe wieder ganz viel Platz, weil ich was weggeworfen habe. Diamanten. Fantastisch. Ich nehme mir noch mehr Aluminiumoxid mit. Oder kristallines Aluminiumoxid. Ist sogar noch besser wahrscheinlich, hä? Das ist ganz feine Kristalline. Gold will ich nicht. Oh, komm schnell zurück zur Motte. 30 Sekunden gleich noch. Nicht besorgniserregend, aber sicher ist sicher. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja. Schön vorsichtig. Ich darf nicht so weit runter, sonst geht mir die Hülle flöten. Das wäre hier ein Albtraum, dann komme ich hier nie wieder weg. Wisst ihr, wie lange das dauert, bis ich jetzt zurückgeschwommen wäre? Aha. Ich fahre mal weiter auf die Masse zu. Ich darf halt noch nicht unter 300 Meter kommen. Zumindest nicht mit meinem kleinen Tauchfahrzeug hier. Ja, ja. Oh. Große organische Masse. Interessant. Und noch mehr Aluminiumoxid. Das sieht ja interessant aus. Guckt euch das mal an. Voll cool. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze eine Boje ab. Und die nenne ich große organische Masse. Zack. Und da haben wir das schon gelöst. Oh Mist, das war jetzt... Aha. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, welche Koordinaten ich jetzt da einstecken habe. Die da. Deswegen muss ich die eigentlich wegwerfen. Oder ich packe sie in die Kiste und werfe sie später weg. Machen wir es so, dann kann ich nämlich genau bestimmen, dass ich die schon genutzt habe. Oder auch nicht. Nee, anders. Ich packe die ganzen anderen Koordinaten in die Kiste. Haha. Auch schlau, ne? So, und jetzt kann ich die einfach hier wegwerfen. Weil ich weiß ja, dass die schon benutzt wurde. Da schwimmt sie. Und ich meine, die Bojen, die kann ich ja nachbauen. Das ist nicht weiter wild. Hauptsache, ich habe jetzt Verwendung dafür gefunden. Was ist das denn da drin? Nichts. So, ich tank mal kurz ein bisschen Sauerstoff. Dann schwimme ich nochmal hier runter und sehe mal, ob ich da nicht noch ein paar Blaupausen finde. Es ist schon echt tief hier, ne? Nein, wer will denn schon Gold? Auch gar kein Platz dafür. Aber hier ist es friedlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte eher mit Feinden gerechnet, mit irgendwelchen Fleischfressern oder überhaupt irgendwas, was mich hier attackiert. Aber es ist eigentlich alles ganz okay. Da ist noch was. Oh, Wasser. Wärmekraftwerk. Sehr schön. 2 von 3. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass das hier noch viel zu schnell leer geht, der Gleiter, ne? Oh komm, Diamanten können wir auch mal mitnehmen. Was? Zyklop-Druck-Kompensator-Fragment habe ich auch noch nicht. Das ist schon Wahnsinn. Ich würde ja auch gerne bei den anderen Gebieten sowas holen, aber da sind überall aggressive Fleischfresser und die machen mich sonst kalt, wenn ich da zu lange bleibe. Deswegen kann ich es mir leider nicht erlauben, mich da besser umzusehen. Da habe ich ja teilweise schon was aufgesammelt. Ach, immer Gold. Ich habe einen ganzen Schrank voll mit Gold, Leute. Was soll ich denn damit? Meine Modde. So, soll ich mich... Ja, ja. Ich passe gar nichts. Bin immer noch in der Safe Depth. Ach, guck mal, da ist noch so ein Schränkchen. Da ist einer. Nee, ist ein Stein. Quatsch. Wärmekraftwerkfragment. Ja.
Und damit haben wir das Wärmekraftwerkfragment, beziehungsweise... Wir haben das ganze Kraftwerk freigeschaltet. Super. Komm, was hacke ich überhaupt die Steine auf? Da ist eh überall nur Gold drin, wahrscheinlich. Nein. Man sieht die so schlecht. Die sehen immer aus wie diese Steine, die man aufhacken kann. Da ist noch eins. Bitte kein Wärmekraftwerk. Bionuklear. 3 von 4. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich darf mich nicht so weit weg von meiner Motte bewegen. Es wird sonst gefährlich. Oh, und ich habe schon wieder fast keinen Treibstoff mehr. Aber ich habe noch 2 Batterien. Das ist gut. Das liegt auch am Licht hier, ne? Wenn ich die ganze Zeit mit Licht rumschwimme, kostet das viel mehr Strom. Aber ich meine... Wat mut dat mut, ne? Da ist noch eins. Oh nein. Oh doch! Base Nuclear Reactor. Geil, den habe ich jetzt auch. Jetzt brauche ich... So, jetzt brauche ich noch den Zyklon. Na, ob ich das noch kriege. Die sagt immer acquired, nicht acquired. Nun ja. Okay, Leute, ich werde gucken, ob ich das noch finde. Und nächstes Mal sehen wir uns vielleicht die anderen Orte an, die es noch zu entdecken gibt mit meinem Scanner hier. Mit meinen Signalen. Ich danke fürs Zusehen und bis dann mit Subnautica.